Hallo Freunde, wir sind zurück in den Tiefen des Skies bei Deep Sky Derelicts. Ich bin's, Onkel Boogie, und wir machen weiter. Und wie ihr wisst, haben wir eine Mission abgeschlossen, beziehungsweise herausgefunden, dass die Koordinationsdaten zum Zielort nicht im System waren. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es denn allgemein mit unserem Inventar in Form von Energiezellen aussieht. Wir haben 2600er, 2300er, sieht alles gut aus. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja mal hingehen, ein bisschen Geld sparen. Wir müssen nicht jedes Mal hingehen und das Geld raushauen, dass wir immer zu Null rausgehen. Nein, das müssen wir nicht. Wir waren hier zuletzt. Hier ist es nahe, da wollten wir hin. Es ist ein bisschen kleiner auch. Lass uns hinfliegen. Oh Gott, was wird uns nur erwarten? Express Pilot. Okay, Weltraumscan aktivieren. Durchsucht alles. Wow. Na, ich sag wow dabei. Oh, doch. Ein zweites Projektil mit 18% Schaden ab. Ach, das jetzt raff ich das auch. Wir hatten das doch gehabt, wenn wir geschossen haben, dass nochmal eine weitere Schadensart so angezeigt wurde. Das war jeweils von den Distanzwaffe. Schwerer Nahkampflevel, 9 Schaden. Oh, das ist eine Waffe. Jo, dann schauen wir doch mal ins Pedalenei. Da oben ist die Schrotflinte, die ist neu. Ja, ja, ist klar. Aber hier ist die schwere Waffe. Distanzwaffe, der Zweitlauf. Was haben wir denn hier drin? Das ist nämlich auch ein schockender Zweitlauf. Feuert ein zweites Projektil mit 15% Schaden ab. Chance von 25% zusätzliche Schadenspunkte. Kritische Schadenspunkte, okay. Alles gut soweit. Das ist ja auch eine Sturmdistanzwaffe. Chance auf zusätzliche Aktion, wenn mit einer verbundenen Waffe geschossen wird. 2% ausreichend, kritische Schadensbonus. Wiederverwertung, einfrieren. Das haben wir auch erst neu dran gemacht. Schade, schade. Das liest sich alles halt. Ein zweites Projektil mit 20% Schaden. Na gut, okay, wenn das halt 9 Schaden macht, dann wären das 1,8 Schaden nochmal oder so. Was haben wir hier noch? Der schwere Nahkampf, der Ruinierer. Ein schwerer Nahkampf. Das wäre dann für ihn hier. Er hat auch hier sowas, aber das ist auch schon besser. Okay, dann lassen wir das so. Wir gehen direkt weiter. Wir scannen die Nachbarräume. Und was haben wir da? Das Schöne ist, wir haben ja ein längliches Schiff. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die zwei Fragezeichen, nicht die drei Fragezeichen. Schlag sie, bis sie tot sind. Wir werden gleich sehen, wer hier tot ist, mein Freund. So, der da ist dann als nächstes dran, der untere. Haben wir irgendwas mit zorniger Schlitzer? Benutzt ein Ziel, erleidet für eine Runde Initiative, Breitenangriff an drei benachbarten Einheiten. Hier, mein Freund. Boah, 26 und 9. Wow. Das erschüttert, hat seine Initiative nach hinten geschoben. Das heißt, wir können ihn jetzt platt machen. 2x4 ist nicht wirklich viel, aber egal. Macht aber nur, ja, der hat ein bisschen Rüstung, glaube ich, der gute Mann. Ah, wir können doch was machen. Eigene C4 Karten, wähle eine davon aus und lege die. Machen wir. Oh nein. Das sind so Handwerkskarten. Ich will jetzt eigentlich nachladen. Eigene Einheit, neue Waffenkarten. Ja, und wo ist die neue Waffenkarte? Hm, komm, haben wir halt eine Falle raus. Splittergranate. Die Nachbareinheit würde noch Schaden kriegen. Spotten für 2, Schockwelle, erfolgende Effekt, erschüttern und Initiative. Bam. Jetzt sind die ja trotzdem erstmal dran. Ja, wobei, ja. Bis jetzt können sie mich nicht wirklich einschüchtern. Ich will immer noch den da unten töten mit den 12 Hitpoints. Kriegt er auch nebendran was ab? Ich glaube, wir haben einen vernichtet, ja. Oh, dreckiger Schlag, komm. Boah. Wer hat noch Schilde gehabt? Was macht er? Puffzen. Bitteschön. Oh, wir haben vorbeigeschossen.
Auch vorbei wieder, oder was? Warum das denn? Dreckiger Schlag, Rauchfalle zum Treffen. Minus 5 zum Treffen. Mach ihn fertig. Ich weiß, sie feiern wieder. Party People! Der ist geil, nebenso. Klack, klack, mit der Unterarmbewegung lädt er sein Gewehr nach. Was ist das jetzt eigentlich? Achso, okay, ich dachte eben gerade, das wäre irgendein Hinweis, der da kommt. Mentalwerkzeug, Heilungswerkzeug, Plündererwerkzeug, 12 Plündern. Eigene Einheit, ziehe 3 Karten, verursacht 2 Schaden pro Runde. Aha, wieder ein Plündererwerkzeug und vor allem 14 Plündern und 2 Rüstungen. Das ist gut. Das nehmen wir. Also dann gehen wir auf unseren Plünderer. Und zwar haben wir hier unseren Plünderer. Das ist ja unser Schrotter-Schlägertyp, aber hier, der hat ja das Plünderwerkzeug. Der hat jetzt hier, was haben wir hier? Wo ist denn das Plünderer-Dings? Das da ist es, gell? 14 Plündern, 2 Rüstungen. Das ist auf jeden Fall besser als das andere. 14 Plündern, 2 Rüstungen. Was ist einfach an der Grund eine Zertifikate zu halten, Scannerreichweite. Ganz ehrlich, gut, die Scannerreichweite ist geil, aber brauchen wir den Rest. Wiederverwertung, Schadensresistenz klingt auch gut. Aber 14 Plündern, oh, der braucht das ja Speer. Der kann das aber nicht an seine Brille dran machen, oder? Ich denke nicht. Ja, 14 Plündern, vor allem Rüstung. Was ist denn die Rüstung? Heilung, Technik, Waffen, Plündern, Mental. Schild? Geht dann das Schild hoch? Wir lassen es erstmal. Ich weiß es nämlich gerade ehrlich gesagt nicht. Okay, Geschichte. Datapad. Auf dem Datapad befindet sich ein Tagebucheintrag vom Angstbesieger Maiso Fingerlos. Wollt ihr wissen, wie ich zu meinem Namen kam? Oh, lieber nicht, oder? Ich habe meine Zeit in der Raumstation nie gemocht. Du bettelst um Essen, du bettelst um Geld, du bettelst um Fragmente eines täglichen Lebens, damit du mit dem nächsten Tag erleben kannst. Als ich die Gerüchte über die Wracks hörte, dachte ich, das wäre meine Chance. Ich sagte zu mir, Malzko, es ist Zeit, dass du etwas Besonderes wirst. Los, gib dein Bestes. Ich fragte mich, ob dort wohl Reichtümer zu finden wären. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Plötzlich tot und gefahren. Möglicherweise. Wilde Kreaturen aus deinem Albträumen. Wahrscheinlich. Wen kümmert, sagte ich. Zeig mir, was du drauf hast, Kosmos. Auf den ersten Frack tötete ich zuallererst meine Angst. Ich ergriff sie mir an der Kehle, sah ihr ins Auge, sagte, du wirst mich nicht schikanieren und brach ihr das Genick. Einfach so, Angstbesieger. So hielt ich meinen ersten Namen. Ich wollte mich nicht dem Willen eines quälenden Widerhalts hingeben, der mir heulte. Deswegen entledigte ich mich davon. Ich tötete und begrub ihn, doch ich vergaß niemals seine Erinnerung. Denn wenn du die Toten vergisst, werden sie dich heimsuchen und niemals in Frieden lassen. Also bewahre ich den Gedanken nahe meinem Herzen, doch niemals ließ ich sie aus ihrem dunklen, muffigen Grab zurückkehren. Nein, danke. Danach waren meine Schwierigkeiten verflogen. Einfach so. Ich konnte den Zähnen der Marwürmer und den senkenden Lasern der verrückten Roboter gegenübertreten. Mein Verstand blieb so kühl wie die Deckplatten eines offenen Hangars. Nichts konnte mich aufhalten. Innerhalb dieses Weltraumsärge wurde ich endlich seinem eigenen Herrn. Oder zumindest fast. Denn einmal traf ich sorglos auf eine Gruppe gemeiner sadistischer Piraten. Denen war meine heldenhafte Einstellung relativ egal. Stattdessen folterten sie mich, indem sie mir einen Finger nach dem anderen ausrissen. Schön. Gehen wir das mal hier hin, wenn die Gegner nicht wollen. Jo. Er wird es wahrscheinlich weitergehen. Wir gehen erstmal auf der Seite hier weiter. Oh cool, eine 300er Energiezelle. Da sage ich nicht nein. In dem Raum findet sich ein kleiner Trümmerhaufen. An seiner Unterseite wuchert ein seltsamer Pilz. Okay, wir können jetzt nur gehen. Interagieren. Okay, das müssen wir uns mal merken. Da könnte noch was passieren, dass wir irgendwie diesen Pilz für irgendwas brauchen oder so. Wir gehen jetzt mal hier hin.
Mal sehen, wo die Feindbegegnungen hier kommen. Wir könnten ja nochmal scannen, aber nein, wir begeben uns direkt hier hin. Chapeau. Plünderer, ja, du mit der großen Kanone. Ich, Chapeau, hätte da eine Anfrage von äußerster Dringlichkeit. Sicher? Großartig. Ich muss eine biologische Probe auf diesem Schiff. Aha, okay, weg das Pilz, ja. Es handelt sich um einen Pilz, der unter Trümmerteilen wächst. Du scheinst eine Person zu sein, die sowohl für die ruhige Hand eines Biologen zu sammeln empfindlicher Proben als auch über die geeigneten Waffen für eine Sprengung verfügt, wie ein echter Physiker. Warum gehst du nicht selbst? Also die biologischen Sache vielleicht nicht unbedingt, das andere definitiv. Wundervoll, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Diese Bestien haben einen unserer Auftragskiller in hässliche, blutige Fetzen zerrissen und den Rest meines Teams verjagt. Schlimmer noch, sie haben viel zu viele meiner kostbaren Ionenbehälter in wertlosen Müll verwandelt. Nur Respekt, Gott sei Dank ist da noch einer übrig geblieben. Okay, jetzt haben wir einen Lernbehälter bekommen. Nimm dies Behälter und besorge ein wenig von dem Pilz für mich. Keine Sorge, schafft das. Das machen wir auch jetzt direkt, weil der Pilz ist ja hier. Okay, helmloser Hausmeister. Ständige Fleischbeutel verunreinigen. Sauberes Schiaf. Mal sehen. Erstmal sind wir dran. Und dann wäre der Erste der da hinten. Wobei es eigentlich egal, welche wir wegfetzen, oder? Wie sieht's denn aus? Zerreißender Schlag. Boah. Okay, tschüss mein Freund, Schockwelle. Oh, durch die Schockwelle war er sogar betäubt. Das war echt gut. Ach, der trifft ja automatisch halt beide. Oh, kritisch, das hat richtig die Schilde absorbiert mit der Pulsgranate. Dreimal 2,4 Feuerstoß. Mach ihn weg, vermöbel ihn. Hier sieht so brutal aus, dieses Ding hier, diese Zange. Da hat quasi so eine. Da kann da vorne so mit zugreifen. Das ist so eine. Ja, ich hätte mal gesagt, so ein Bolzenschneidegerät, um Autos aufzumachen oder so. Komm, Ziel markieren, damit die Karte da unten mal wegkommt. Ich brauche mehr Waffenkarten da unten. Jo, dreckiger Schlag, mein Freund. Boah, 27. Tja, das war's. Das Geile ist, der hat das Gewehr unten, der kann da nachladen. Ich finde ich. Ui. Fällt ein zweites Projektil mit 20% Schaden ab. Das war immerhin schon mal eins mehr als das andere. Was ist das hier? Wiederverwertung. Sturmdistanzwaffen Level 3, Wiederverwertung. So, komm. Ach, jetzt haben wir auch die Hausmeister-Ersatzteile. Jetzt haben wir einen Quest. So, Pilz einsammeln. So, dann bitte zum Chapeau. Chapeau de Mo. So, bitteschön, mein Freund. Ich habe die Probe bei mir. Oh, was haben wir hier? Verfahrenstechnische Feldforschung. Du hast sie gefunden. Ich kann leider nur meine tiefste Dankbarkeit und diese leider allzu geringe Belohnung anbieten. Wir haben unser wissenschaftliches Projekt noch nicht beendet, doch das ist ein großer Schritt vorwärts. Okay, was hat er uns denn gegeben? Was haben wir denn bekommen? Ach, er hat die Geschichte gegeben, oder? Kann das sein? Nee, Fisco fingerlos. Hatten wir eben auch schon gehabt. Das hatten wir auch gehabt. Okay. Naja, gut. Irgendwie war das einfach wahrscheinlich nur Erfahrungspunkte zu bekommen. Jo, ein Level 5 Schild. Wie geil. So, was haben wir denn hier? Level 2, Level 2. Level 1. Schildreparatur. Ach, halt, da war es gewesen. Plus 9% Schaden, maximales Schild. Er hat eigentlich, was hat er denn für Schildwerte? Er hat ein Schild 26, 32. So, wie sieht's denn hier aus?
mehr maximales Schild. Dann wird es ja fast anbieten, das dann hier auch drauf zu machen, oder? Mehr Schadensresistenz, besser auf Ausweichen. Mehr Schaden. Er hat schon Abzüge im Schild. Ja, aber ganz ehrlich hier, das wäre Schadensresistenz und das ist alles nicht so doll, oder? Mal gucken. Der Schaden ist jetzt... Hohoho. Schaden ist deutlich hochgegangen. Scan die Räume. Jetzt machen wir hier... Welche lutscht der rein? Wir nehmen einfach mal selber die Energiezelle. Okay. Oh, was ist das? Energieanstieg. Okay, jetzt haben wir hier drei Fragezeichen und hier haben wir ein Sprungtor. Schaut mal, das Schiff wird hier hinten im Aufbau so einen Raum haben und hier vorne noch ein bisschen was. Deswegen würde ich erstmal sagen, dass wir machen mal den Kampf. Okay, drei Stück diesmal, das sind es vier. Okay, diese wäre zuerst dran, die mittlere. Oh, wow. Oh, und der Feurige hat jetzt den Rest gemacht, ne? Schön zurückgesprungen. Wenn ich überlegen müsste, welche Rüstung wärt ihr denn gerne? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde ihn ja irgendwie ganz cool, weil er wirkt noch so agil und sowas. Da hinten der andere ist so, warte, der na, trottelig will ich jetzt nicht sagen, aber so der fette Kämpfer. Pass auf mal hier, pass mal auf, ob das klappt mit dem tödlichen Schlag. Leider nicht. Voll ins Schild gegangen. Gezielter Schuss. Also 3x, 2x4 könnte maximal 12 Einzelschuss. Ja, schade. Wir kriegen ihn nicht getötet. Und er ist dran. Oh ne, wir können doch mal schießen. Warum haben wir eigentlich immer... Das hat... Und hat's gereicht? Yes. Okay, provisorischer, grausamer Hieb. Okay, ich will jetzt eigentlich auch wieder da unten Waffenverbesserung. Er ist danach als nächster dran, ja? Mal sehen, wie das jetzt wird mit der verbesserten Waffe. Und er hat keine Waffen und Karte. Aber jetzt passt mal auf. 7 bis 12 explosives Schleudern. Benachbarte Ziele. Ach, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich... Was macht denn der? Wirkt Strahlung für 2 Runden. Kritisch. Okay, das nehmen wir. Die da will ich. Strahlenschrott. Warum? Nicht explosiv. Ich will Strahlenschrott. So. Und ich kann nochmal, aber ich habe jetzt wieder Schildhaltung. Eigentlich 125% Schadensresistenz für 3 Runden. Oh, ging gerade auf 0 runter, ja. Bam. Schön mit der Zange ins Gesicht. 6 Punkte, die kriegen wir doch weg, oder? Oh, den zornigen Schlitzer will ich jetzt eigentlich nicht verwenden. Er wäre danach noch dran. EMP-Granate trifft halt benachbarte Einheiten. Kritische Verstärkung, Angriff verstärken. Ich will die Karten halt wegkriegen, dass unten neue Karten gezogen werden. Also ich kann immer noch einen Angriff machen. Ja, hier, instabiler Shot. Boah, 36 Schaden. Ich will so einen Treffer vom Gegner nicht abkriegen, ja? Weil das könnte echt böse enden, sowas. Wow. 3 leichte Distanzwaffe, Chance auf eine neue Karte, wenn eine verbundene Waffe... Wenn das Ziel weniger als 65 ist, ist auch sehr gut. Gut, das brauchen wir nicht für die leichte Distanzwaffe. Das hier ist gut. 20% mehr Schaden beim schweren Nahkampf. Der schwere Nahkampf war hier gewesen. 18% mehr Schaden, 3% Schaden, das ist schon gut, die Modifikationen, die drin sind, die lassen wir mal drin. Wir sind hier und wollten jetzt erstmal rechts lang, oder?
Distanzwaffe Level 3. Ja. Schildkern Level 3. 30 maximales Schild. Oh, ey, Baby. Zeig den PDA. Schild 1. Ich weiß schon, wer es bekommt. Vor allem gibt es auf 6% maximales Schild. Das heißt, der geht nicht auf 30 hoch, sondern es wird noch höher gehen. Auf 31. Saugeil. Was war das andere eben, was wir gefunden hatten? Das war doch eine coole Verbesserung für die Waffe. Das hatten wir gesehen eben. Das war es nicht. Die Distanzwaffe. Schwerer Nahkampf. Distanzwaffe. Das ist keine Modifikation, das ist eine Dreier-Distanzwaffe. Level 1, die macht 6 Schaden. Und was machen die Schadenspunkte? Ach so. Das ist ein Mod, das ist doch ein Mod, Level 3. Macht Sprenggranaten dran, ah, okay. Wobei auch die gefallen mir eigentlich. Zusätzliche Aktion, das war, dass sie nochmal handeln konnte oder er. Das ist auch gut, lassen wir so. Okay. Schocker, Stier und. So. Die mittlere. Einfacher Schlag, Betäubungshieb. Zerreißender Schlag. Und wird Bluten auslösen. Können wir ihm ruhig direkt reinhauen, oder? Dem Chef. 17. Ja, weil eigentlich müssen wir uns immer auf die Starken da konzentrieren, weil die, jetzt die Echsen hier mit einem. Ja. 7 Punkte. Ich denke, das sieht dann. Wobei er blutet 4 Punkte pro Runde. Haben wir irgendwas, was einen Flächenschaden macht? Weil Betäuben geht teilweise auch durch das Schild durch, oder? Oh. Splittergranate. Das ist natürlich jetzt richtig geil, weil. Oh, bei anderen beiden war es daneben gewesen. Schade. Schade. Einfacher Schlag. Pulsgranate. Wir machen jetzt nochmal so eine Granate. Einen hat es gefetzt. Aua. Der hat jetzt halt kein Schild mehr. Da müssen wir jetzt mal gegenwirken. Wie machen wir das denn? Zerrüttender Schlag. Was? Dreckiger Schlag. Ziel verfehlen. Wow. Und darf wieder handeln. Also das ist genial. Diese 9% Chance, die greift so oft anscheinend. Wobei jetzt der rüttelnder Schlag. Ach, Schaden an Schilden. Und überlebt mit einem Punkt oder so. Also blutet es wenigstens. Oh, die Pulsgranate hat noch rückwirkend Schaden gemacht. Ausgewichen. Und jetzt ist die Frage, hauen wir die Schilde wieder hoch? Oder machen wir... Komm. Ja, mal gucken, wen er angreift. Bestimmt ihn. Oh, wir können noch einmal. Sehr gut. Mit Betäubungshieb. Ich finde es mal witzig mit dem Bild. Okay, Nahkampf 6% kritisch und Säureschaden. 4% schwerer Nahkampf. Chance von 13% bei Treffer betäubend zu wirken. Das ist gut. Da müssen wir gerade mal nachschauen. Aber wir können auch noch suchen hier, habt ihr gesehen? Oh, wir finden noch weitere Sachen. Das ist eine Aktion, wenn mit einer verbundenen Waffe geschossen wird. Das ist auch richtig gut wieder. Was haben wir hier? Energieklinge 5% ausweichen. Okay, passt mal auf. So. Leichte Distanzwaffe, das können wir nicht machen. Distanzwaffe, Chance auf eine zusätzliche Aktion, das ist richtig geil. Was haben wir denn hier an billigen Sachen drauf irgendwo? Wiederverwertung, Einfrieren-Chance, zusätzliche Aktion von 9%, das haben wir hier auch schon. Das heißt, der nächste könnte es gebrauchen. Ein zweites Projektil. Kritischer Schadensbonus. Alles aber auch schon alles gut. Das heißt, so erstmal nicht.
Energieklinge. Wo kommen denn diese Dinger rein? Die kommen hier rein. Ach, das sind die Energieklinge. Okay. 5% ausweichen, 5% Schaden, 10% erschüttern und Initiative. Lassen wir mal drin, oder? Weil 5% ausweichen. Komm. Was haben wir hier? Nahkampfwaffe. Das könnte man auch in die Energieklinge reinmachen. 6% Schadensbonus und Säureschaden. 5% Schaden, das heißt, das wäre schon mal besser auf jeden Fall. Aber wir können mal schauen. Genau, bei ihm könnte man es auch hier reinmachen. Und hier. 6% Schaden. Das ist trotzdem besser, oder? Feuer. 6% Schaden, dann nehmen wir doch hier kritische Chance, macht mehr, haut besser rein. Und das hier war schwerer Nahkampf für ihn hier. Schwerer Nahkampf, 4% Schaden und 13% Betäuben. 18% Schaden, wow. Und 3% tödlicher Treffer, weil der tödliche Treffer ist auch genial. Der kann halt wirklich töten mit einem Treffer, wenn es mal funktioniert. Wir lassen's. Einmal scannen bitte. Ja, ich denke mal, es wird hier unten die identische... Na, hat nicht die identische Form. Das heißt... Was hat es denn hier mit dem Energieanstieg zu tun? Ich weiß es nicht. Wir hauen uns direkt eine 600 da rein. Eine 600, das klingt, als ob man eine Kopfschmerztablette genommen hätte oder was. Hier wird es Feindberührung geben, oder? Ach cool, wir haben wieder... das Weltraum-Steuermonster gefunden. Also die Halle des Observationsbetriebs findest du eine Notiz, die jemand an den Bildschirm der Steuerung angebracht hat. Darauf steht, hey Klempner, ich bin mal kurz für ein Nickerchen weg. Du musst diese dämliche Maschine reparieren. Warte, bis ich zurückkehre, sobald du sie wieder zum Laufen gebracht hast. Beste Grüße, Fänkisch, der böse Pirat. PS, falls du meinen Boss Sierpinski siehst, erzähl ihm nicht, dass ich nicht hier war. Verstanden, okay. Du schaltest die Konsole ein, das Flackern und Summen der Prozesse endet abrupt. Du merkst, dass die Abdeckplatte auf der linken Seite des Gehäuses nicht festgeschraubt ist. Öffnen und die Hardware im Inneren überprüfen. Versuchen, die Maschine hochzufahren. Gegen die Konsole treten. Ja. Du hebst die lose Platte auf und legst sie zur Seite. Im Gehäuse befindet sich ein Wirrwarr aus Drähten und Kabeln. Du findest etwas, das so aussieht wie das Motherboard. Dann einen Prozessor und den Rest der Elemente, die man für den Betrieb eines solchen exotischen Computers benötigt. Außerdem findest du eine große Energiezelle. Ja, ja, genau. Immer dagegen treten. Das hilft ganz bestimmt. Die Platte zurücklegen und den Computer in Ruhe lassen. Genau. Energiestand der Energiezelle überprüfen. Ja, wozu denn? Eigentlich mal das Board einbauen, oder? Die Energiezelle ist leer. Mit einem kleinen Schuss Energie könntest du sie vielleicht wieder funktionstüchtig machen. Deine eigene Reserve wieder aufladen und deine Konsole anschalten. 50% die Energiezelle und den Computer mit einem mächtigen Energiestoß in die Luft jagen. Ganz bestimmt. Du schaltest die Konsole ein und sie funktioniert einwandfrei. Das Betriebssystem hat zwar keinen Avatar, um dir bei der Bedienung zu helfen, doch du kannst die Standortdaten ohne Probleme herunterladen. Das war's einfach. Ja, wunderbar. Bitte, wir haben es geschafft. Okay, das hat doch ein bisschen andere Form. Aber egal. Okay, eine Geschichte wieder. Ich habe gar keine Lust mehr, die Geschichten zu lesen. Aber egal, machen wir. Die Startup-Welt gehört offenbar einer Person namens Artmann. Ich arbeite als Mechaniker auf dieser riesigen Frachtschiffe. Wir arbeiten gemeinsam mit den Druiden und die Bedingungen waren schlecht. Leute erlitten Verletzungen, wurden krank oder starben. Nicht selten. Ihr wisst, Roboter tun nichts außer, wozu sie programmiert wurden. Sie sind völlig logische Konstrukte. Menschen hingegen, wir gebären uns vor allem irrational. Ein Druide versucht nicht, was das Potenzial zerstören könnte. Er kämpft niemals gegen die Wahrscheinlichkeit an, wenn sie gegen ihn spricht. Aber wir schon. Ich schon. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Niemanden zwingt mich zu leben. Ich kann mir aussuchen, ob ich leben oder sterben möchte. Und ich habe keine Furcht davor, zurückzublicken und meine Vergangenheit zu akzeptieren. Das Brummen eines gut gewarteten Raumschiffes ist ein wundervolles Geräusch. Das Beste, was man sich vorstellen kann. Die gewaltige Wucht eines Raumschiffmotors lässt alles zerfallen, zerstört alles mit einem schrecklichen, wunderschönen Druck und schießt uns durch das All. Diese ungestörten Flammenfinger mit unermesslicher Kraft lassen alles verdampfen, was für ihre Hitze erfasst wird. Lasst sie herrschen und diese Leere füllen. Und wenn sie gefüllt ist, lasst sie implodieren und in den Tiefen des Weltalls verschwinden. Und dann repariere ich sie wieder. Okay, ich würde sagen, der hat einen an der Waffel, der gute Mann. Und wir haben einen Break an dieser Stelle, den wir hier speichern. Und uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis dann. Macht's gut. Euer Onkel Boogie. Ciao.